Ja, also mein Name ist Maximilian, könnt mich gerne auch Maxi nennen. Ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Wien. Ich war schon immer von klein aus so ein riesengroßer Fashion-Fan. Und das Modeln war einfach so ein Traum, wo ich mir das nie vorgestellt habe, sozusagen, dass es für mich eine Realität ist. Ich habe meine ganze Kindheit und Jugend bisher mit meinem Körperbild sozusagen gestruggelt und ich habe mich nie wirklich sehr wohl gefühlt in meinem Körper, weil ich einfach immer schon dieser große, schlanke Typ war. Und dann fällt halt auf, wenn man noch zu groß ist und ich bin jemand, der nicht irgendwie leise ist. Also ich falle auf schon wegen meiner Art und Weise und dann bin ich noch groß und schlank. Aber jetzt fühle ich mich sehr wohl in meinem Körper. Ich bin sehr, sehr glücklich, auch dass ich mich auch so wohl fühle, weil ich denke mir, das war nicht immer so und jetzt kann ich sehr, sehr glücklich schätzen, dass es so ist. So jetzt. Ja. Also meine Freunde sagen immer, wenn ich in einen Raum reingehe, weiß jeder, dass ich da bin, ohne mich anzuschauen. Und dadurch würde ich eben sagen, dass ich sehr selbstbewusst bin. Ich glaube, die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind meine Freunde. Ich sage immer, das sind meine chosen family. Ich habe einen engeren Freundeskreis, also ich habe eher weniger Freunde sozusagen, aber für mich ist wichtiger, dass du Leute hast, die wirklich deine besten Freunde sind und ich habe lieber weniger Freunde als sozusagen mehr Freunde und die sind dann so, man sieht sich halt nicht so oft und man schreibt auch nicht so oft. Ich lebe seit schon 3 Jahren alleine und zuvor habe ich auch bei Freunden sozusagen gelebt und gewohnt für eine Zeit lang immer, weil ich keinen Kontakt zu meiner Familie habe. Also ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen, deswegen hatte ich keinen Kontakt zu meinem Vater. Und ja, nachdem ich so ein Teenager war, hat sich einfach unsere Beziehung mit meiner Mutter einfach so nicht ergeben sozusagen und ich habe die meiste Zeit einfach mit Freunden verbracht. Und irgendwann, wenn ich mir denke, dann so im Alter von so 15, 16 hat sich dann ergeben, dass ich einfach selbstständig mit meinen Freunden sozusagen ein Leben geführt habe. Und seitdem mit 18 habe ich schon meine erste Wohnung bekommen. Also ich habe circa vor 2 Jahren angefangen zu modeln, aber das war alles nicht wirklich nur so just for fun eigentlich. Ich habe Leute auf Instagram angeschrieben, also hey, wollt ihr einen Fotoshoot machen? Und ja, und dann irgendwann mal hat sich für mich so ergeben, dass ich dann doch mehr Fotoshoots gemacht habe und irgendwie wurde dieses Hobby doch zur Leidenschaft und ich habe irgendwann gehofft, dass ich diese Leidenschaft auch zum Beruf machen kann und deswegen bin ich hier. Ja. In meiner Karriere will ich auf jeden Fall auf der Pariser Fashion Week laufen. Ich glaube, das ist für jedes Model so ein kleines Highlight. Wenn ich Germany's Next Topmodel gewinne, bin ich erstens der erste Mann, der das gewinnt. Ich bin, von dem, was ich weiß, die erste queere, offene Person, die sozusagen diesen Titel hat. Und für mich heißt es einfach nur, meinem kleinen Ich zu sagen, wir haben es geschafft. Wir sind wirklich Model geworden.